Wir heißen Sie herzlich willkommen für die nächsten 30 Minuten Programm. Durch dieses Programm leiten werden mein Kollege Stefan Kran. Ja, vielen Dank. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin der Global Sales Director E-Mobility bei Bommel. Ja, und mein Name ist Thomas Scholz. Ich bin Leiter Vertrieb im Bereich der Baumüller-Anlagensystemtechnik, in dem Bereich, die verantwortlich sind für die Turnkey Solutions. Und ja, wir haben in den nächsten 30 Minuten hoffentlich ein paar spannende Themen für Sie zusammengestellt. Beginnen wollen wir das Ganze mit ein paar organisatorischen Hinweisen noch. Während des Webinars sind Sie durch Webex alle stumm geschalten. Fragen, Anregungen können Sie aber jederzeit über die Chatfunktion an uns reinstellen. Wir haben nach den 20 Minuten Präsentation circa 10 Minuten für die Beantwortung der Fragen vorgesehen. Wichtige Informationen noch. Dieses Webinar zeichnen wir auf, damit wir das im Nachgang auch zur Verfügung stellen können, falls Punkte sind, die Sie interessieren, wo Sie nochmal drauf gehen wollen, dass das entsprechend auch zur Verfügung steht. Ja, wer sind wir? Die Firma Baumüller ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, gegründet 1930 mit 1.900 Mitarbeitern weltweit. Wir haben eine lange Historie gerade im Bereich der Elektromotoren und Industrie und zählen uns in dem Bereich zu den Top 10 Anbietern für Antriebs- und Automatisierungstechnik. Seit 2004 beschäftigen wir uns mit dem Thema E-Mobilität, mit Entwicklung von Spezialprodukten und ja, so seit den letzten 6 Jahren auch sehr intensiv mit Komplettlösungen für den maritimen Bereich, wobei da unser Fokus neben der Komponente, neben den Motoren auch vor allem auf den Bereich Turnkey-Projekte, also Komplettprojekte für den Bereich Antriebspropulsionssysteme liegt. Ja, das ist so unser Credo ein Stück weit, dass wir der Partner sind für den kompletten Produkt- und Lebenszyklus. Das heißt, wir steigen am allerliebsten ganz früh in der Konzeption schon in die Diskussion ein, beraten Naval Architekten, ausschreibende Stellen, um frühzeitig auch Weichen zu stellen, Grundlagen legen zu können für eine entsprechend effiziente, gewichtsoptimiertes System. Ja, und da letztendlich auch bauliche Bedingungen und Erfordernisse mit einbringen zu können. Begleiten natürlich dann weiterhin unsere Projektpartner, Sie, der ein oder andere wird es ja schon kennen, in der Umsetzung über das Engineering und die Lieferung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe, Inbetriebnahme oder Sea Trial. Ja, und was wir da beachten müssen, zeigen wir in der nächsten Folie mal. Ja, wir haben uns eine Checkliste bereitgelegt, um die Kommunikation zu den Werften oder den Betreibern zu vereinfachen. Und das ist aufgebaut im Allgemeinen Informationen über Schiff, welche Schiffstypen habe ich, welche Klasse benötige ich und benötige ich zum Beispiel auch eine Batterieraumplanung. Dann gibt es spezielle Fragen zur Antriebstechnik, zu den Propellerkennlinien und den Anzahl der Propellern. Genauso wie die Schiffselektrik. Hier ist eigentlich eine Verbraucherliste maßgebend, um die Leistung des Schiffes festzustellen. Für den Schiffsbetrieb, das wird immer wichtiger, weil es gibt viele Umweltzonen, die in den Fahrrouten aufkommen. Und natürlich getrieben durch das Einbringen der Batterien in die Schiffe auch die Ladeinfrastruktur. Am wichtigsten ist eigentlich, dass man die Fahrpläne der Schiffe kennt, weil wir limitiert installierte Leistungen in das Schiff einbringen wollen. Aus dieser Frageliste gehen wir in die Beratung bei Baumüller und werden dann entscheiden, ob es besser für Sie ist, ein hybrides Schiff zu bauen oder ein vollelektrisches Schiff. Ja, warum gerade diese einzelnen Checklistenpunkte oder Fragestellungen so extrem wichtig sind, zeigt mir hier nochmal an dem Beispiel des Fahrprofils. Der Kollege hat es gerade schon angedeutet, zu wissen, wie ein Einsatzfall des Schiffes ist oder wie das Fahrprofil ausschaut, ist natürlich gerade bei den vollelektrischen Ausführungen extrem wichtig.
Da die Batterieinstallation durch Gewicht und Größenerfordernisse natürlich immer in einem Optimumspunkt liegen sollte, also so groß wie, ja, wie nötig und so klein wie möglich, um Gewicht und Platz letztendlich zu sparen. Und dafür betrachten wir in dem Consulting gemeinsam mit Ihnen als unserem Partner natürlich die einzelnen Betriebszustände, wo sind welche Leistungen am Antriebsstrang erforderlich, wo sind welche Leistungen im Bordnetz erforderlich. An wie vielen Tagen im Jahr läuft das Schiff? Welche Routen sind geplant? Wo können wir mit welcher Leistung auch nachladen, um möglichst frühzeitig im Engineering-Prozess auch gemeinsam mit den Batterieherstellern eine Simulation hinsichtlich der Lebenszeit ausführen zu können und wie gesagt, da optimal die Größe und das Vorhalten der Batteriegrößen dimensionieren zu können. Das Ganze fassen wir meistens in so einem Fahrplan zusammen, den man auch rechts auf der Präsentation sieht, mit den einzelnen Stationen und können so relativ schnell in die richtige Richtung beraten. Das Ganze ist natürlich nicht nur wichtig für ein vollelektrisches Schiff mit einer entsprechenden Hochvoltbatterie, sondern auch für eine entsprechend effiziente Dimensionierung bei hybriden Systemen, um Anzahl der Generatoren, elektrische Leistung der Generatoren, vielleicht auch Größe des Antriebes für parallelhybride Schiffe entsprechend auf den Punkt auslegen zu können, um nicht zu viel Auslegungsreserve drin zu haben und auf der anderen Seite natürlich auch immer so viel Leistung zur Verfügung zu haben, wie es in der jeweiligen Situation erfordert ist. Im Bereich der Seeschiffe sehen wir sehr viele hybride Systeme. Es sind meist dieselelektrische Systeme. Es wird der unterste Bereich genutzt, um elektrisch zu fahren. Das sind in Umweltzonen und Hafeneinfahrten. Und auf hoher See wird dann der Diesel genutzt, um das Schiff anzutreiben. Dann gibt es noch einen Mod, Diesel plus E-Mod, der den Antrieb boostet und wo wir dann in Gefahrensituationen das Schiff schnell ausbewegen können. Die Vorteile eines hybriden Antriebes sind die optimierte Antriebslösung. Sie sind leistungsstark. Sie haben eine automatische Energierückgewinnung in die Batterie und es sind Schiffe, die in großer Distanz gefahren werden. Die Vorteile eines reinen E-Schiffes ist die Geräuscharmheit, die Emissionsfreiheit und es ist natürlich auch durch die elektrische Propulsion ein gewisser Fahrspaß zu erreichen. Das ist im Groben, wir sehen eigentlich die hybriden Schiffe mehr auf der See kommen im Moment. In der Zeit, wo der Diesel entkoppelt wurde vom Propulsionssystem, haben wir neue Propellersysteme aufgesetzt. Wir sehen hier einige Propellersysteme. Jedes Propellersystem hat einen effizienten Motor, einen Synchronmotor oder einen Reluktanzmotor. Und im Moment setzt sich auch die E-Motoren in größeren Schiffen in der Short Sea durch. Hier verbauen wir Torque-Motoren, die an einem Sommiergetriebe den Propeller eintreiben. Es gibt eine Vielzahl von elektrischen Propellersystemen, die sich über der Zeit gebildet hat, und dies ist eine Auswahl der Systeme. Ja, der Diesel wurde ja entkoppelt von der Schraube und es gibt jetzt eine Anzahl von drehzahlvariablen Verbrennungsmotoren in der Stufe Euro 5 und wir sehen hier zwei. Der Vorteil ist, dass bei der Entkopplung wir die Drehzahl des Diesels regeln können, abgestimmt auf den Leistungsbereich, den wir im Schiff zur Verfügung haben. Und durch das Drücken des Diesels kommen wir in die energieeffizientesten Bereiche. Die liegen hier rechts zum Beispiel unter 200 Gramm pro Kilowattstunde. Und würden wir den Diesel in der gleichen Drehzahl betreiben und die nicht belasten, kommen wir hoch bis zu 300 Gramm pro Kilowattstunde. Die drehzahlvariablen Generatoren sind aufgesetzt, um die Umwelt zu schonen und dadurch haben sie auch die Emissionszertifikate in der Stufe 5 bekommen. Last but not least natürlich auch das Thema Savings, also Einsparungen über den Betrieb der Schiffe, was den Kraftstoffbedarf betrifft.
Wir haben uns dann schon ganz frühzeitig entschieden, den DC-Link aufzusetzen und den DC-Link als Speicher und als Energiequelle zu nutzen und haben den DC-Link nach der DNVGL und ZSUK zugelassen. Er ist redundant aufgebaut und er gibt uns die Möglichkeit, verschiedene Energiequellen anzuschließen, wie den Diesel, Drehzahlvariable und eine Brennstoffzelle, genau wie Solar und Batterie und den Landstrom. Dann können wir jede Art von Propulsions und Systemen und Verbrauch anschließen. Alles ist möglich bis zum Bordnetz. Die Effizienz über die Wandlung immer von AC nach DC oder DC nach AC beträgt immer 2%. Das heißt, wir verlieren immer 2% bei jeder Wandlung. Und das ist schon sehr effizient. Ja, und hier sieht man am Beispiel auf der rechten Seite so ein typisches Single-Line-Diagramm für ein serielles hybrides System, wo die Energieerzeugung und die Antriebsbewegung letztendlich entkoppelt sind. Wir haben hier die Fahrantriebe letztendlich voll elektrisch umgesetzt und erzeugen über Hochvoltbatterie, Brennstoffzelle, Solarzelle, vielleicht auch so innovative Systeme wie die von SkySeals Power, die Windsysteme Energie erzeugen oder auch klassischerweise Verbrenner, die Energie, die wir dann benutzen, um die Antriebe anzusteuern. Ähnlich sieht das Ganze beim parallelen Hybrid aus. Paralleler Hybrid ist eine Sonderform. Da ist letztendlich die Energieverteilung ebenso als DC-System aufgebaut. Um natürlich die große Flexibilität hinsichtlich der Anbindung der Energieerzeugung, Energiequellen zu haben, um auch eine leichte Erweiterung durch Hochvoltbatterien zu erreichen und auch, ich sag mal, vorbereitet zu sein für die Zukunft, wenn immer mehr Brennstoffzelle letztendlich ja auch in die Systeme hineinkommt. Die Besonderheit hier ist, dass der Fahrmotor doch direkt über die Kupplung des Verbrenners an der Schiffsschraube noch hängt und wir entweder über ein PTI-PTO-Getriebe die Leistung erhöhen können oder halt auch voll elektrisch fahren können oder auch mit den Torque-Motoren, die wir auch als Firma Baumöller ja herstellen und für die Anwendungen zur Verfügung stellen können, das direkt in die Schiffsschraube rein designen können. Das sind natürlich genau die Schlüsselpunkte, die man braucht, um zum einen eine effektive Auslegung des Dieselantriebes zu machen und auf der anderen Seite auch, ich sag mal so, Zero-Emission-Zonen letztendlich auch befahren zu können, wie Hafengebiete, wie vielleicht spezielle Gebiete an speziellen Stadtgebieten, Stadtdurchfahrten an Flüssen und ist dafür die perfekte Antriebsart. Wir haben eine Referenz auch zusammengestellt, hier mal nur als Platzhalter, als Bild. Das finden Sie in unserer Timeline im LinkedIn oder auch auf unserem YouTube-Kanal, wo man mal so eine Referenz von so einem hybriden Arbeitsschiff auch sieht, mal mit ein paar Kommentaren auch von der Crew hinterlegt. Und das zeigt zum einen, dass wir effiziente Systeme generieren können. Und auf der anderen Seite zeigt es aber auch mal einen Ausblick, wie performant die doch sind, was für ein letztendlich für ein der Fahrspaß für eine Dynamik da bei den Manövern auch mit hinterliegt, was jetzt sich nicht nur im Thema Spaß widerspiegelt, sondern auch bei dem DNVGL-Test, wenn letztendlich das Schiff auch gestoppt werden muss, wo wir das mit dem Arbeitsschiff in einer halben Schiffslänge schaffen. Wir sehen jetzt im letzten Jahr sehr, sehr viele Anfragen für vollelektrische Schiffe. Angefangen haben wir bei der Solar Panel, die wir unten sehen, unten links. Dort haben wir Synchronmotoren eingesetzt. Hier war die Energieeffizienz gefragt, um mit den limitierten Solarpanels dann auch gut fahren zu können. Das zweite Projekt haben wir in Taiwan gestartet. Es war ein vollelektrisches Schiff. Und dieses Schiff hat auch Solarzellen an Bord. Und wir sehen rechts das Single-Line. Es gibt also zwei Propellerschrauben. Es gibt eine 250 Kilowattstunden Batterie. Und das Besondere ist, dass wir auch an Land Solarenergie haben und Batterien. Und in dem Fall, dass das Schiff geladen wird, wird die Energie in das Schiff geladen über
125 Ampere im AC-Stecker. Ja, wir haben immer mehr Batterien, verbauen immer mehr Batterien in den Schiffen und die Werften fragen uns natürlich regelmäßig, wie habe ich meinen Batterieraum zu gestalten? Es gibt jetzt neuerdings eine neue Regelung von der DNVGL und die sagt eigentlich vereinfacht, dass man den Batterieraum mit einer A60-Isolierung ausstatten muss. Und der oberste Teil des Raumes ist eine Exzone nach ATEX. Hier liegt dann eigentlich die Beleuchtung und die Feuermelder sowie das Kühlsystem. Und das ist dann auch nach den Exzonen müssen Geräte ausgesucht werden, die dort geeignet sind. In dem Batterieraum gibt es keine Elektronik, dort stehen nur die Batterien drin. Und es wird empfohlen, ein Löschsystem einzubringen. Und hier ist meist präferiert ein Inertgas-Feuerlöschsystem. Ja, das Thema Batterie bringt uns gleich auch zum einem der nächsten großen Themen letztendlich, die so ein vollelektrisches Schiff auch mit sich bringen. Das ist das Thema Laden. Da gibt es natürlich naturgemäß mehrere Möglichkeiten, wie das ausgeführt werden kann. Wir setzen da auf den Projekten, auf den Schiffen auch mehr oder weniger alle verschiedenen Arten um. Wir haben eine Möglichkeit des AC-Ladens, wo wir mit 400 Volt direkt aus dem Netz auf das Schiffssystem einspeisen, die Wandlung von AC auf DC am Schiff machen und dann die Hochvoltbatterien über diesen Pfad laden. Wenn wir aber in hohe Batteriekapazitäten und schnelle Ladezeiten oder kurze Ladezeiten hinübergehen, dann ist immer mehr die Notwendigkeit gegeben, auch so eine Schnellladeinfrastruktur zu schaffen. Und ja, das realisieren wir in den Projekten, indem wir eine DC Power Source letztendlich auf dem Pier oder am Landseite installieren. Und dann geht der Weg ein bisschen auf zwischen voll- oder halbautomatische Ladesysteme über Ladekrananlagen, über Laderoboter, die das Stecken der Stecker automatisieren und auch letztendlich auch das Gewicht der Stecker letztendlich mittragen. Oder aber auch ganz, ganz neuer Impuls, den wir da auch sehr stark verfolgen, dass man eine Infrastruktur schafft, die ähnlich der Ladeinfrastruktur für die normalen Pkw ist, wo man eine Art Frontpanel auf dem Pier installiert, zum Beispiel mit Steckertechnik dann, die nach dem CCS2-Kombo auch nachempfunden sind oder den CCS2-Kombo-Standard auch verwenden, um letztendlich diese hohen Ladeleistungen übertragen zu können. Und wenn man hier so als Beispiel mal sieht, ein Passagierschiff, was wir aktuell in der Elektrifizierung haben mit einer 800 Kilowattstunden Batterie und das in 20 Minuten laden können wollen, da reden wir ja über Ladeleistungen, die ganz schnell jenseits der 2 Megawatt liegen. Und dafür ist natürlich eine entsprechende Infrastruktur notwendig, die wir gerne mit Ihnen auch in dem Projekt realisieren wollen. Als kleiner Überblick mal, weil wir reden viel über Schiffe, viel über Neubauten, aber das Thema Elektrifizierung hat nicht nur einen Punkt oder eine Daseinsberechtigung für Neubauten. Ganz oft gibt es einen hohen Bestand an funktionierenden, gut funktionierenden Schiffen auf vielen Seen in Europa, wo man vielleicht auch eine gewisse Zulassung hat, Passagiere befördern zu dürfen mit den Schiffen. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man den Bestand erhält, dass man auch neues Leben wieder einhaucht. Und dafür wird in Kürze ein Video auf dem YouTube-Kanal der Firma Baumler auch zu sehen sein, wo man sich mal diese einzelnen Schritte anschauen kann. Thomas, hier kommt eine Frage rein. Wenn ich ein Schiff habe, wo ich keine Pläne mehr habe, was kann ich denn da machen, um es in die 3D-Welt zu bekommen? Ja, wenn man ein Schiff hat, wo diese Pläne nicht mehr da sind, dann sind wir und unser Netzwerk der Partner, mit denen wir arbeiten, auch ausgerüstet mit 3D-Scannern, wo man auch die Schiffshülle entsprechend abscannen kann und das letztendlich für die Planung auch wieder digitalisieren kann. Da muss keiner mehr heutzutage mit dem Zollstock durchs Schiff laufen, mit dem Metermaß und das nachmessen, sondern da gibt es entsprechend automatisierte Hilfsmittel. Ja, zusammenfassend, vielleicht ganz kurz die Überblicksfolie.
Wir haben jetzt gesehen, serieller Hybrid, paralleler Hybrid. Uns fällt schwer zu sagen, es passt immer das eine System oder immer das andere System. Es hat beides seine Daseinsberechtigung, weil dafür auch die Arten der Schiffe und die Nutzung der Schiffe zu unterschiedlich ist. Ich glaube, die Hauptpunkte beim parallelen Hybrid ist das Thema optimierte Auslegung der Verbrennungsmotoren als Antriebstechnik, dass man Lastspitzen, kurzzeitige Lastspitzen über den E-Antrieb sehr gut abdecken kann, dass man den Diesel viel besser in einen Bereich bringen kann, wo er entsprechend von der von CO2-Emissionen und vom spezifischen Kraftstoffverbrauch in einem Optimumsbereich liegt. Das ja, sichert dem Verbrennungsmotor ein, ich sag mal, längeres Leben, reduziert die Betriebskosten und senkt auch den Ausstoß und hat viel Anwendung, gerade in den ganzen Gütermotorschiffen, die auf den Binnenseen und Gewässern fahren. Der serielle Hybrid hat eher den Vorteil, ja, dass man ein bisschen mehr Flexibilität hat, wenn man den Verbrennungsmotor von der Antriebsanlage entkoppeln kann. Die Schiffsschraube kann mitunter kürzer ausfallen. Wir haben mehrere kleine Energieerzeugungsaggregate, die wir zusammen nutzen können, wo man auch Aggregate ganz abschalten kann. Ja, und haben da eigentlich den Vorteil von beiden Systemen. Ist auch hier in der Binnenschifffahrt oder in Arbeitsschiffen eigentlich sehr, sehr verbreitet. Eines, was beide gemeinsam haben, ist, dass natürlich der Verbrenner eine sehr hohe Daseinsberechtigung hat im Hinblick auf die lange Autonomie, die man braucht, um quasi auch unabhängig von Ladeinfrastruktur operieren zu können. Ja, alles, wo man keinen vorgegebenen Fahrplan hat, wo man auch mit der heute zur Verfügung stehenden Infrastruktur nicht die Möglichkeit hat, unterwegs über eine 2 oder 4 Megawatt Ladestelle nachzuladen, da ist letztendlich der Hybrid eigentlich das geeignete Mittel der Wahl. Ja, wir sehen jetzt einen ganz deutlichen Trend im Markt. Wir haben ja vor 5 Jahren mit dem hybriden System angefangen. Es waren dieselelektrische Systeme, teilweise mit einer kleinen Batterie. Und die Anfragen zu vollelektrischen Schiffen sind in den letzten 2 Jahren immer mehr gekommen. Das prägt sich jetzt nochmal aus, dass wir im Bereich der Binnen- und Seen sehr, sehr viele Anfragen kriegen, die vollelektrisch kommt. Und es gibt auch einen ganz klaren Trend, wieder etwas kleinere Batterien zu nutzen, und Wasserstoff bekommt viel mehr Bedeutung. Wir sehen eigentlich seit jetzt Anfang des Jahres, dass es eigentlich sehr, sehr viele Anfragen auf Wasserstoff gibt mit etwas geringerer Batteriekapazität und natürlich für die Seen. Voll elektrische Schiffe. Das ist der Trend. Und ganz wichtig ist, dass einfach auch das System dafür vorbereitet ist, dass man, also ein Schiff, wenn heute neu gebaut wird, ist ja nicht in 5 Jahren oder 10 Jahren altes Eisen, sondern wir haben eine ganz lange Betriebszeit. Und wichtig ist, dass man heute die Weichen stellt, mit Neubauten die Systeme so auszulegen, dass auch in 5 Jahren, in 10 Jahren eine Erweiterung mit Brennstoffzelle möglich ist, um halt diesen langen Betrieb, die Zukunftssicherheit auch gewährleisten zu können. Und ich sehe es noch, es kommt eine Frage rein, über die Wasserstoffsysteme. Es gibt seit kurzem auch DNV-GL-Zertifikate für diese Zellen. Das ist bis 200 Kilowatt. Und die Systeme stehen eigentlich zum Einbau in die Schiffe jetzt bereit. Ja, an der Stelle sind wir mit dem Vortragsteil, mit der Präsentation erstmal soweit, glaube ich, am Ende. Wir möchten uns hier bedanken für erstmal das rege Interesse. Wenn Sie jetzt im Nachgang Fragen haben oder das ein oder andere Thema vielleicht auch im kleinen Kreis gern diskutieren wollen, finden Sie hier nochmal unsere Kontaktdaten, E-Mail-Adressen, LinkedIn-Accounts, um uns auch gezielt damit zu löchern. Wie gesagt, danken für die Aufmerksamkeit und haben jetzt noch mal ein bisschen Raum, um die Fragen aus dem Chat zu beantworten. Also wenn immer jetzt noch was Ihnen auf der Seele drängt, einfach kurz in den Chat reingeben. Wir haben hier schon ein paar Themen. Ein Thema ist zum Beispiel Batterie.
Stefan, die stelle ich dir gleich mal. Was ist die geeignetere Batterie für so eine hybriden oder vollelektrischen, wassergekühlt, luftgekühlt? Und gibt es irgendwelche, ich packe die zweite Frage gleich mit rein, irgendwelche Vorzüge für die Zellchemie? Ja, wir sehen also einen Trend zur luftgekühlten Batterie. Das ist eigentlich getrieben durch die Gewichte der Batterie. Eine luftgekühlte Batterie wiegt so ungefähr um die 7 Kilo pro Kilowattstunde heutzutage. Und Gewicht ist immer ein Thema. Und dadurch, dass die Batterieräume auch isoliert aufgebaut werden, sind die Mehrzahl der Anfragen für luftgekühlte Batterien. Die Zellchemie ist natürlich ein bisschen regionsgeprägt. In Deutschland sind es meist NMC-Zellen und die mit einer hohen Leistungsdichte. Wenn wir in Asien LFP mehr sehen, bedingt auf dem Manufacturing oder auf der Basis der Hersteller. Und prinzipiell, glaube ich, zum Thema Batterien noch ein Einwand von mir. Wir folgen in der Auslegung natürlich immer auch den Anforderungsbereichen. Also sprich, wir gucken uns zuerst den Leistungsbereich an, der abgedeckt werden muss und entscheiden dann, ob wir eine High-Energy, High-Power-Zelle benötigen, um die optimale Zusammensetzung der Batterie auch gewährleisten zu können. Es kam noch eine Frage rein, ob ein Wasserstoffaggregat sich genauso einfach einbinden lässt wie eine Batterie. Ja, es ist genauso einfach, weil auch die Wasserstoffzelle einen DC-DC-Wandler hat und eine entsprechende CAN-Bus-Struktur, wo mit der wir für das Energiemanagement leicht kommunizieren können. Die Fragen Richtung Wasserstoff, die sind, glaube ich, doch die interessantesten. Es gibt noch die Frage, gibt es bereits fertige Wasserstoffverbrenner? Und wenn ja, bis zu welcher Leistung? Kann man das pauschaliert beantworten? Wir sehen in einigen Prüfstunden Wasserstoffverbrenner stehen. Wenn man, sag mal, ein LinkedIn es folgt oder es speziell sucht, wird man auch eine Firma in Nürnberg finden, die sowas gepostet hat. Und vielleicht kann man hier dann mal anfragen, wann es zur Verfügung steht. Es kommt ja aus dem Bereich der Gasmotoren. Und man versucht natürlich immer weiter die Abdichtung zu schaffen, dass man die Gasmotoren dann auch irgendwas als Wasserstoffverbrenner nutzen kann. Ja, und ich glaube, in dem Zusammenhang wird dann auch, das ist eine andere Frage, die noch aufkam, wie die Abstufungen der Brennstoffzellen in der Leistung dann sind, wird man auch die Stufung dann beantworten. Ne? Das sehen wir gerade, ich glaube, relativ ab. Ja, der Technologie, die da Einzug hält. Da arbeiten wir auch sehr intensiv mit zusammen mit den Genau. Herstellern. Und mittlerweile gibt es auch sehr interessante Preisübersichten, wo sich die Preise der Wasserstoffaggregate hin bewegen. Und wir können die gerne im Nachgang Ihnen zur Verfügung stellen. Eine weitere Frage ganz einfacher Natur ist, bieten Sie auch nur die Elektromotoren mit passendem Controller an? Ja, natürlich. Wir als Haus Baumüller, das ist ja letztendlich unsere Historie, bieten auch nur entsprechende Motoren an, die für diese Schiffe genutzt werden können. Üblicherweise sind wir da im Bereich ja, bis 500 kW unterwegs für größere Schiffe oder größere Motoren, die aber eher Projektcharakter haben, auch bis hoch zu einem Megawatt. Controller muss man oder kann man nicht black and white beantworten, können wir mit anbieten. Da ist immer ein Stück weit die Frage, wir haben für uns das als Systemanspruch die DC-Link-Systeme mal rausgesucht oder auch ausgearbeitet, weil das für uns das effizientere, bessere System ist. Da stufen wir dann ab. Da nutzen wir mehrere Umrichter für diese großen Leistungen, weil natürlich die kleinen Umrichter entsprechend auch Platz und Größenoptimiert sind und dann auch in der Stromstärke reduziert sind. Für AC-Systeme können wir aber auch entsprechend große Umrichter auch mit anbieten, um da auch, ich sag mal, Systemintegratoren entsprechend bedienen zu können. Genau, dann sehe ich noch eine Frage. Die DNVGL zugelassenen Brennstoffzellen, die gibt es immer in 100 Kilowatt Paketen. Das heißt, es ist mal 100, 200 Kilowatt, so kann man sie aufbauen. Die Wasserstoffverbrenner sind in den Leistungen eigentlich fast identisch wie die Gasmotoren oder wie die Dieselmotoren. Aber hier können wir auch Ihnen gerne im Nachgang
Kontakte zu den Herstellern vermitteln. Okay, mit Blick auf die Uhr sehe ich, dass die halbe Stunde, die wir uns vorgenommen haben für das Webinar, jetzt auch schon leider schon wieder vorbei sind. Möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die Vielzahl der Fragen. Ich glaube, es zeigt, dass wir damit einen Punkt haben, gerade was die, ich sag mal, auch neuen Energieerzeugungsmethoden sind, die doch ein großes Interesse ja, finden und große, vielleicht auch noch eine große ja, Beratung oder große Klärung bedürfen. Wenn da Fragen sind, gerne im Nachgang an uns, an unser Team in den Regionen herantreten. Ich möchte nicht beenden, ohne auf unser nächstes Webinar hinzuweisen. Da geht es am 25. Februar dann um das Thema Direktantriebstechnik. Geht im Detail um Torqmotoren, um Eliminierung von vielleicht auch Getriebemechanikteilen aus der Antriebstechnik. Ist sicher nicht minder interessant als unser heutiges Webinar. Bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit und freue mich sehr auf Diskussionen, auf den einen oder anderen Kontakt nach unserem Webinar. Vielen Dank, einen Vielen erfolgreichen Dank. Tag. Bleiben Sie gesund.